Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich heiße Tugi Erath, freue mich auf die neue Saison. Ich freue mich, dass ich hier in Duisburg bin und freue mich auf die Fans. Ich freue mich auf die Trainingstage natürlich und die freien Tage, damit ich auch mir die Stadt ansehen kann. Und dann ja, mit den neuen Mannschaftskollegen, darauf freue ich mich. Also mein erster Kontakt war in der U19, mit Düsseldorf haben wir gegen die gespielt. Und ja, das war auch im Frühjahr immer sehr gute Spiele, das war immer so derbyhafte Spiele. Und ja, ich kann Duisburg halt nur als starker Gegner immer einschätzen. Und ich freue mich jetzt, dass ich jetzt mit denen spielen kann. Und ich freue mich jetzt, wenn wir auch mal gegen Düsseldorf spielen, dass es mal auch andersrum lang geht. Welche Macken habe ich? Gute Frage. Ja, ich bin vom Typ her eigentlich so, wenn man mich sieht, eigentlich ein ruhiger Typ. Aber wenn man mich näher kennenlernt, dann bin ich eigentlich so auch ein freaker Typ. Und ich finde, ich hoffe, das sehen die auch die Fans. Wenn man neben dem Platz ist, ist man eigentlich ein ruhiger Spieler. Und wenn man im Spiel drin ist, ist man dann ein bisschen aufgedreht. Dann kämpft man für die Mannschaft. Also meine Stammposition ist die rechte Mittelfeldseite. Aber ich habe jetzt bei Düsseldorf in mehreren Positionen gespielt. Und ich finde, kann der Trainer mich flexibel einsetzen, im Offensivbereich, im Defensivbereich. Also da bin ich jetzt nicht geschlossen. Also ich habe mich damals sehr gefreut, dass sie jetzt in unserer Gruppe sind. Und ich habe die natürlich beobachtet, wie die spielen. Und natürlich, ja, Deutschland, ja, die sind jetzt natürlich Favorit in unserer Gruppe. Und gegen die kannst du eigentlich gut aussehen. Und gegen die darfst du nur Spaß haben zu spielen. Und ich freue mich, wenn wir gegen die spielen werden. Und muss dafür erstmal Gas geben, damit ich wieder nominiert werde.